Freunde, tut mir mal einen Gefallen. Massi steht kurz vor den 1000 Abos. Ich pinne seinen Kommentar an. Geht mal drauf auf seinen Channel und macht ihm mal schnell die 1000 voll. Danke. Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen. Und es ist am Brennen auf unserer Lieblingsplattform TikTok. Es ist wieder komplett eskaliert. Charo hat sich zusammengefunden mit Hamad 45. Ihr erinnert euch dran, der war ja bei Hamad im Ausland. Und da standen die Leute mit ihren Kalaschnikows, mit ihren AKs und was weiß ich was. Haben Ansagen an Arafat gedroppt. Arafat hat sich das nicht gefallen lassen. Und jetzt scheint das ganze Ding wieder aufzukochen. Wir fangen an mit dem kurzen Freestyle-Diss-Track gegen Arafat Abu Chaka. Danach, wie die Leute von Arafat gegen Charo, Hamad und Co. schießen. Es sind ja verschiedene Lager, die da aufeinandertreffen. Und dann geht's wieder um die Thematik Hamid Limo, die gesamte Veranstaltung, TikTok Fight Night, Hamid Khan, der im Finalkampf ausgerutscht ist und seiner Meinung nach deswegen gegen Abu Hamza verloren hat, die damit einhergehenden Probleme. Also es wird ganz, ganz wild. Ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken, essen, snacken, Kaffee, Maffe, was auch immer am Start. Gemeinsam mit euch gönnen wir uns jetzt das Ganze auf entspannten, zurücklehnenden Hasen. Let's go! Hier noch für zwischendurch, bevor es richtig losgeht, eine kurze Aufnahme von Universum Fight Night, die keiner quasi mitgekriegt hat. Ich war überrascht, als ich am Tag darauf erfahren habe, dass Kevin Volta gegen Abu Habib gekämpft hat. Und das auch nur, weil Kevin Volta durch einen Schlag nach 20 Sekunden oder so Knockout gegangen ist wieder. Aber es waren wohl sehr, sehr mächtige und stabile Leute mit am Start, unter anderem Ertunç aus Berlin, den wir kennen, weil er sehr, sehr viele Ansagen in der Vergangenheit kassiert hat. Und eine dieserjenigen, der ihn eine Ansage gedroppt hat, wurde gepackt und geschlagen. Dementsprechend ist der Name jetzt, sage ich mal, ein wenig geläufiger. Und der war wohl mit 20 Autos unterwegs zum Kampf. Die haben irgendwie alle Geld, wa? Frag mich nicht warum. Irgendwas machen wir falsch. Naja, und so einfach kommt Hamad, ebenfalls Charo, nicht davon nach diesen ekligen Ansagen in Form eines Disses Richtung Arafat Abu Chaka. Und wer ist der Krieger Nummer 1 an vorderster Front, wenn es Beef gibt? Wer steht hinter seinem Papa? Ja, richtig geraten. Barillo! Ah, Papa Ari, hast du das mitgekriegt? Seit Tagen sehe ich, Leute, und der Charo hat sich wieder gemeldet, Leute, hat wieder irgendwas gepostet mit diesem Hamad 45. Gehen wir von denen bis zu den anderen. Gehen wir auch, Leute. Wartet. Charo, hör mir mal zu, ja. Wallah, der größte Maniac, der größte Ehre, was ich kennengelernt habe, bist du, ja. Ich schwöre auf alles, was ich besitze, ja. Arafat erwähnt dich gar nicht mehr, gar nicht. Hat dich komplett vergessen, komplett. Hab gar keinen Bock auf dich. Du erwähnst ihn immer wieder und machst sogar einen Rap im Auto und allein sein auf lustig. Wo ich Streit mit Arafat hatte, hast du versucht, mit mir Achill zu machen. Einer, du spendest hier, einer Kumpel von dir schreibt mir, einer auf dies, einer auf das. Ich will mit dir kein Kher. In meinen Augen bist du kein Mann, Charo. Sag ich dir, wie es ist. Und Hamad 45, Grüße gehen raus. Bester Freund von Bushido, der mit Polizei arbeitet. Grüße gehen raus, ne? Okay. Von denen springen wir auf Manuelsen. Manuelsen und Charo. Nur euer Hautfarbe ist unterschiedlich. Im Herzen seid ihr gleiche Person, ne? Gleiche Person. Okay, der war stark. Von Bushido, von diesem anderen Eri. Voila. Voila, der war stark, ne? Holy shit, ey. Der war stark, Leute. Wartet kurz. Warte. Manuelsen, früher, wo ich gut mit dir war, ich war gut mit dir. Wallah, ich will gegen Manuelsen nicht schießen und so, ne? Weil es ein Bruder von mir, eigentlich. Wir haben zusammen gegessen und so. Aber früher hat er mir gesagt, ich brauche nur eine Bestätigung, dass es von Arafat kommt, was du sagst. Wallah, so hat er mir gesagt. Dann, wo ich mit Arafat Streit hatte, habe ich gesagt, es kommt von Arafat. Es kam nicht von Arafat, es kam von mir. Ich habe gesagt, es kommt von Arafat. Und ich wollte gucken, ob er wirklich irgendwas macht. Was hat er gemacht? Ein Live-Reaction auf Twitch. Bruder, bei aller Liebe, ich dachte, wenn ich sage, es kommt von Arafat, du willst dahin fahren, du willst irgendwas machen. Wallah, du hast nichts gemacht, ja? Hätte ich gewusst, du machst nur ein Live-Reaction, hätte ich nie irgendwas gesagt. Wallah, der größte Mascara bist du. Und Grüße gehen raus an deinen Kollegen Teslan, wie der heißt. Hat er auch heute verloren gegen einen Bruder von mir, Abi. Wie heißt der nochmal? Johan, Jonas. Wie hieß der nochmal, ja? Er hat verloren gegen einen Bruder von mir. Wie hieß der nochmal? Stabiler Bruder, muss man hier an der Stelle sagen. Naja, der Begriff Bruder, Wallah und diverse andere haben dieses Jahr komplett ihren Wert verloren. Kann mir mal bitte einer erklären, warum hin und wieder solche Videos bei mir auftauchen auf meiner For You Page? Okay.
Aber weiter im Text, denn der gute alte Ahmad Patron und Barella hauen ebenfalls Ansagen raus an Charo45 und ja, sagen ihre Meinung zur derzeitigen Situation. Magst du Yakari? Yaraki heißt er, nicht Yakari. Yaraki, seine Anne, ich bin sein Stiefvater, das weißt du, ne? Ja. Eib, das ist Eib, oder? Was reimt sich auf Yakari? Yarakari. Seine Anne. Hör mal zu, Charo45, wenn du das jetzt siehst, okay? Wenn ich nicht deine Anne immer Baddineka, jeden, der deine DNA trägt, ja, auch Charmuta, ist unter meinen Eide, ich werde euch alle nehmen, jeden einzelnen. Charo, du bist der größte Kall, den Instagram überhaupt gesehen hat. Nennen sie nicht Beast Kitchen, nennen sie Darat Kitchen, weil du bist die größte Maschera. Und wenn ich nicht deine Anne bei Reeperbahn lasse, Ahmad Patron. Edek, danke. Lack, was für Entschuldigungsvideo, Alter. Was für RIP, Digga, Alter. Du Spartako, geh bei ihm in Gött rein, ja, Mann, ja. So. Tippt alle auf mein Gesicht. Charo, wenn du mich jetzt hier siehst, Charo. Und die Meinungen, bevor wir weitergucken, sind zwiegespalten. Ihr wisst, ich bin absolut kein Freund davon, wenn Eltern, Mütter etc. beleidigt werden. Aber wenn man sich die Kommentarsektion anguckt, sieht man solche Kommentare. Wer tote Mütter beleidigen lässt, hat das meiner Meinung nach verdient. Was meint ihr damit? Damit ist der Diss-Track gemeint, wo die Mutter von Arafat beleidigt wurde, die Tanten und so weiter und so fort. Wer also so in den Wald schreit, muss damit rechnen, dass es genau so zurückhält. So, wenn ich das sehe, erste, was ich mache, Kleiderbügelstand, Kleider, das da hier. Diese Spitze bei dir hinten dein Gött rein. Okay, so, dann ich häng dich, ich pack dich hier so und dein Gött, ich häng dich hier bei meinen, hier, schau hier, bei diesen Nagel. Ich häng dich hier auf, mit deinen Gött. Und dann kommen die nächsten, also an Mann, alle kommen. Gewaschen hab. Ich mach das in dein Gött rein, okay? Das mach ich in dein Gött rein und dann bei deiner Anne mach ich rein, Charo45. Und deine Anne mach ich so richtig heftig. So mach ich deine Arsch. Nur damit du weißt, deine Anne. Wenn du fertig bist. Hier, Charo45, ja, Akku Charmota. Ich lass dich auf Grill sitzen, auf Grill. Aber dieser Grill ist schon so fertig. Ich werde auf seinen Kopf pissen. Und reindrehen bei dir, Charo45, ja, Akkuschlete. Keiner kann unseren Eiern was. Wallah, keiner kann unseren Eiern was. Das wisst ihr nicht, ne? Charo45, ich dreh bei dir rein, ja, Akkuschlete. Ich lass dich auf. Auf Spitze, lass dich drauf sitzen. Bei deiner Schwester mach ich das. Bei deiner Anne mach ich das. Und zuletzt bei dir, weil du hast im Knast hast du Seife aufgehoben. Hat er nicht Seife aufgehoben im Knast? Schau, Rufi, ich geb dir Tabletten, dann sind Tabletten aus dem Gott rein. Schau, Rufi, ich lass dich auf diese Kante sitzen. Diese Kante, lass dich sitzen, Charo45, um deine Schwester und deine Anne. Naja, ihr merkt, es ist ganz, ganz eklig geworden. Deswegen hier nochmal mein Ratschlag an euch. Habt ihr Beef mit irgendjemandem, geht nicht auf deren Familie. Lasst es nicht so ausarten, weil dann wird's ganz, ganz widerlich. Dann braucht man sich nicht wundern, dass solche Grenzen überschritten werden. Jenseits von Gut und Böse, also das kann man unter keinen Umständen gutreden. Genauso wie man auch das, was Charo da gemacht hat, mit Hamad nicht gut reden kann. Naja, und dass das nicht allzu schön ist und einigen Leuten Verletzungen hinterlässt, sieht man an diesem Clip. Mit den Apothekers. Wallah, möge deine Eltern Arafat Paradies sein, wallah. Allahumma amin, unsere alle Eltern, inshallah. Alle Eltern, ob lebendig oder tot. Wallah, ich schwöre, ich kann mir das gar nicht vorstellen ohne Eltern, ja, wallah. Ich sage dir ehrlich, auch Barello und Harun, weil unsere Eltern, Rahmatullah, sind gestorben. Der bringt jede Sekunde, redet viel mit denen. Egal wie sie sind, anstrengend, nicht anstrengend. Wallahi, bei Allah. Wenn sie weg sind, werdet ihr den Schuh eurer Eltern den Wert wissen. Nicht die, deren Schuh. Alle letzte Bitte. Wallah, Billa, du hast wie ein Löwe geredet, Arafat Abi, wallah. Er hat zu 1.000.000% recht, ich habe auch gerade Gänsehaut gekriegt, was er da gesagt hat. Und das ist etwas, was sehr, sehr viele Leute nicht verstehen, was sehr, sehr viele Leute nicht wertzuschätzen wissen, wo ich manchmal echt mit dem Kopf schüttel und mich frage, was sind das für Wesen, was sind das für Menschen? Und wie kann man immer und immer wieder so auf gottlos, also wirklich auf ernst gemeint, auf Eltern gehen? Ja, hier und da mal einen Spaß reißen oder wenn man jemanden verletzen will, so auf diese Maschera was, aber wirklich auf Eltern zu
gehen, finde ich, jenseits von Gut und Böse, es ist mit nichts zu rechtfertigen. Und was er da gesagt hat, hat er zu 1.000.000% recht. Und deswegen lebe ich halt noch immer bei meinen Eltern. Und meine Mutter ist jetzt gerade hier bei mir in der Küche, macht mir gerade auf ganz leckeren Hasen einen Kaffee. Die geht jetzt gleich die Koffer überprüfen. Ich fliege ja morgen mit Aliyah in die Türkei. Und ich bin jeden Morgen, wir haben gerade wieder gemeinsam im Kreise der Familie gefrühstückt. Ich zeige euch das mal kurz. Da saßen wir alle mal mit meinen Brüdern. Zwei Onkeln von mir waren dabei, Cousins. Und Familie ist wirklich das Allerwichtigste. Es gibt nichts Wichtigeres als Familie. Und während einige Leute, wie eben schon erwähnt, nicht verstehen können, wie ich mit 40 noch immer bei meinen Eltern leben kann, also wir wohnen nur 7 Meter Luftlinie entfernt, ne? Das ist nur eine ganz kurze Strecke. Selbst wenn es regnet, man kann diese Strecke laufen, du wirst nur ein bisschen nass, aber das ist es mir wert, denn meine Tochter wächst mit denen auf, die kriegt noch alte Werte vermittelt, alte gute Werte, und am Ende des Tages, egal wen man kennenlernt, deine Eltern sind die einzigen, die bis zum Schluss hinter dir stehen und bei dir bleiben werden. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber ich rede jetzt hier vom Normalfall. Deswegen habe ich dir einen Rat gegeben vorhin, überlegst du mit deinem Vater, wenn geh nur mit, du mit ihm live, dass keiner irgendwie was sagen kann. Ja, das stimmt. Und niemand rein, wo du annähernd weißt, dass er vielleicht deinen Vater beleidigen kann. Weil das ist, ich sage dir, sie beleidigen deine Eltern und sie leben und du kriegst ein Raster. Was ist, wenn sie deine Eltern beleidigen, wenn sie gestorben sind? Boah, Wallah, der war gut, ja. Aber Papari, Wallah, Bila, ich glaube, schlimmste Schmerz ist, wenn die Eltern sterben. Wallah, ich weiß nicht. Meine Fans, ja, dann weißt du, was ihr wert ist. Die meisten, deswegen, sogar der Prophet, Al-Islam, hat gesagt, eure Freizeit gebührt zuerst euren Eltern, dann euren Freunden. Also zuerst muss man mit seinen Eltern was machen. Zum Beispiel, ich sag jetzt, lass rausgehen, lass einen Döner essen mit Kollegen, genau. Erstmal mit Eltern. Genau, wenn sie beispielsweise sagen, weißt du was, mein Sohn, ich fühle mich schlapp, ich gehe nach Hause, geh ruhig, mach mit deinen Freunden, kannst du machen. Aber Babari, also, wenn man rausgeht, Frauen zu klären, dann kannst du doch nicht Vater mitnehmen. Das ist eher, aber so geht das nicht. Ja schon, aber so mit... Nein, wir wollen ja nicht in diese Maschere gehen. Die können sich das nicht vorstellen, möge ihre Eltern ein langes Leben führen, aber wenn sie erstmal weg sind... Game over, Wallah. Soll ich euch verraten, was passiert? Ehrlich jetzt? Na. Er stirbt was in euren Herzen. Boah, Alter, Wallah. Ich meine das richtig ernst. Wallahi, wer seine Eltern geliebt hat und er geehrt hat, Wallahi, es stirbt was in seinem Herzen. Aber Papari, ich habe mitbekommen, wenn man in jungem Alter ist, schmerzt das mehr und so. Aber wenn man zum Beispiel selber so 40, 50 ist, dann hat man nicht so ein... Du bist immer das Kind der Eltern. Egal ja, wie alt. Dann wirst du stärker. Nein. Dann macht das Leben dich stärker und so. Oder guck mal, Allah hat nicht umsonst gesagt, Irdallah wal walidain. Hör gut zu. Erst Allah, dann die Eltern. Es ist nicht nur einfach von irgendwo hergekommen. Das ist deine Mutter. Deine Mutter ist die einzigste Frau, die dich immer lieben wird. Immer. Die wird dich nie verlassen. Wallah. Deine Mutter ist diejenige, die von morgens bis abends, wenn du krank bist... Ich habe gerade so maximal zu Gänsehaut gekriegt. Arafat ist so ein Ehrenmann, zumindest wenn es um diese Sachen geht. Und ja, viele Leute schießen gegen ihn, weil die wissen, durch ihn kann man Klicks generieren. Aber was er hier gerade sagt, kann keiner verneinen. Ich meine, hier gerade, meine Mutter ist gerade mit meiner Tochter und mit der Tochter von meinem jüngsten Bruder Massi bei Aliyah im Zimmer. Also bei meiner Tochter im Zimmer. Die kontrollieren gerade unsere Koffer, ob alles drin ist, ob nicht alles drin ist. Wenn ich krank bin, wenn Aliyah krank ist, selbst wenn sie nicht kann. Ja, was denkt ihr, wer hier für diese über 10 Leute jedes Mal Frühstück vorbereitet? Oder wenn wir richtig Besuch haben, über 100 Leute. Meine Mutter mit über 60 steht allein in der Küche. Macht alles, während die jüngere Generation faul auf ihren Ärschen sitzen, nur damit beschäftigt sind, sich die ganze Zeit zu schminken und gut auszusehen für Instagram, irgendwelche Fotos zu schießen, dann noch 20 Filter drauf packen und all diesen Filter kann ich noch nehmen und noch diese Make-up und noch diese Schminke, diese Mascara, diese bla bla bla. So, unsere Generation, unsere Gesellschaft ist verdorben. Und das alles nur durch die Medien und durch dieses Weltbild, was man versucht, uns aufzuzwängen. Richtige, stabile Frauen gibt es nicht mehr. Und die einzige, die immer hinter euch steht, bis zum Ende hinter euch stehen wird, egal was passiert, ob du reich bist, ob du arm bist, ob es ihr gerade passt oder nicht, ob es eine bessere Option gibt oder nicht, die einzige ist deine Mutter. Fertig, Punkt aus. Vor dein Kopf steht. Aber es gibt Mütter und so zum Beispiel, lieben deren Kinder nicht, schicken Jugenddarm, dies und das. Guck mal, wir reden vom Normalfall. Es gibt natürlich Mütter, die haben Probleme oder Problemfälle. Das kannst du nicht ändern. Aber wenn die Mutter schlecht ist, beispielsweise, ich will sie nicht schlecht reden, oder schlechte Erfahrungen hat, weil sie keine, wie gesagt, keine schöne Kindheit mit ihren Eltern hatte. Sei du doch, zeig du doch ihr Sohn. Sei nicht, meine Eltern war scheiße.
Sei du doch besser. Genau das ist das. Ihr müsst aus dem Muster ausbrechen. Ich verstehe Frauen, die einen Fick auf ihre Kinder geben, weil die selber nie Liebe gekriegt haben von ihren Eltern. Und wenn das Muster dann zu ihr und ihren ganzen Geschwistern passt, dass die ihre Kinder im Stich lassen und sich verpissen, ja, dann ist das halt ein Ding, was anerzogen ist, ne? Aber trotzdem kann man sowas nicht gut reden. Und nichtsdestotrotz müssen wir dann dafür sorgen, oder diejenigen, die dann mit ihren Kindern sind, dafür sorgen, dass den Kindern trotzdem nichts fehlt an Liebe. Dann musst du doppelte Liebe an dein Kind geben. Zumindest ein Elternteil sollte dann versuchen, dem Kind all das zu geben, was es sonst nicht kriegt. Aber es gibt auch Familien, da sind überhaupt keine Elternteile mehr da. Die Kinder wachsen ganz alleine auf, was ich sehr, sehr schade finde. Beispielen wie ihm und auch vielen anderen da draußen können wir uns nochmal komplett vollsaugen mit Glücksgefühlen, dass wir unsere Eltern haben und dass wir unter guten Eltern aufwachsen durften. Das ist ein Glück, was andere da draußen nicht haben. Wir sehen immer nur das Schlechte, obwohl so viel Gutes uns umgibt. Allah sagt dir, du sollst ja gut zu deinen Eltern sein. Egal, was sie gemacht haben. So, kommen wir jetzt mal zu Hamid Limo, Hamid Khan, Bushido, ganze Veranstaltung, TikTok Fight Night, Statement, dass es da faul zugegangen sein soll, dass einige ihr Geld nicht erhalten haben. Let's go. So, mein lieben Freunde, Bushido? TikTok Fight Night Veranstalter, Hamid Limo, Statement zu Bushido, Hamid Khan. Guck mal, und das Ding ist, hier, Hamid Khan ist auch gerade bei mir drin. Du hast über die Veranstaltung geredet, nicht über mich. Guck mal, Bruder. Das ist eine, Hamid Limo ist eine EK. Du hast gesagt, ich habe über die GmbH geredet. Das ist keine GmbH. In der EK heißt ein eingetragener Kaufmann. Ich bin für alles verantwortlich. Es gibt keine GmbH. Also hast du letztendlich über mich geredet. Und du hast eine Woche lang wirklich nur geredet und Hamid hat die Leute abgezogen, die kriegen ihr Gelder nicht. Und Arafat gesagt, er hat so viel ausgegeben, 160.000. Und dann sagst du auf einmal, lachst du. Das ist scheiße. Aber jetzt komme ich mal zu den Themen. Jetzt können wir anfangen. Guck mal, Hamid. Du hast deinen Hack bekommen, du hast dein Geld bekommen. Ich habe dir alles gegeben, was du bekommen hast. Du hast deinen Vertrag nicht gehalten. Ich weiß nicht, hast du deinen Vertrag überhaupt einmal durchgelesen? Da steht drauf, wie viel du mindestens an Karten verkaufen musst, dass du diese 10.000 Euro berechtigt bist. Ich habe dir trotzdem die 10.000 Euro gegeben, weil ich gesagt habe, komm, scheiß drauf, kein Bock auf Diskussion, gib ihm sein Geld. Aber hätte ich gewusst, dass du so viel redest, Bruder, jetzt kann ich das auch anders machen. Ich schalte einfach einen Anwalt ein, die 10.000 hole ich mir zurück, plus nochmal das, was mir nochmal zusteht. Weißt du, dass du so schlecht über mich geredet hast, über die Veranstaltung. Ja, gerechtfertigt. Normalerweise. Hamid, so wie ich den Vertrag durchgelesen habe, steht, entweder gewinnt man und verliert man, kriegt das Geld. Gewinnen durch K.O. oder verlieren durch K.O. oder durch Punkte. Aber der hat doch aufgegeben. Der hat komplett den Kampf gecancelt. Der hat doch den kompletten Kampf gar nicht zu Ende gemacht. Es kann sein, dass es übertrieben rutschig war. Ich will jetzt nicht darüber reden, ob es wirklich so war oder nicht war. Es haben auch viele Leute vorher gekämpft. Die sind auch nicht gerutscht. Und es kann auch sein, dass natürlich ein paar Leute gerutscht sind. Mein Kopf war doch total woanders. Ich bin doch die ganze Zeit hin und her gewesen. Ich habe das wirklich gar nicht mitbekommen. Aber auch, 4.900 Zuschauer, was ist denn hier passiert? Dass man gerutscht ist. Aber aufgeben, weißt du, wäre für mich auch was anderes, dass ich sage, ich würde niemals aufgeben. Aber das ist seine Sache, weißt du? Vielleicht sagt er, ich fühle mich unwohl, aber dass er so schlecht über mich geredet hat. Das hat mich einfach geärgert. Dass er am nächsten Tag gesagt hat, Hamid ist mit 100.000 Euro abgehauen, der hat kein Geld, er bezahlt die Leute nicht. Bruder, ich bin ein Moslem. Alhamdulillah. Ich würde niemals 1 Euro von jemandem in den Hack nehmen. Niemals. Und dafür bin ich auch bekannt, dass ich von niemandem 1 Euro in meine Tasche stecke. Was ist das? Dass er so eine Geschichte dann auf einmal erzählt. Weißt du? Du hast verloren. Da muss man fair bleiben. Hamid ist in der Hinsicht auf jeden Fall korrekt. Aus meiner Erfahrung heraus. Steh einfach dazu, sag, ich habe verloren. Scheiß drauf. Ich habe aufgegeben. Egal. Jeder Mensch verliert. Mal. Aufgeben ist natürlich was anderes, aber das ist seine Sache, weißt du? Da kann ich mich nicht einmischen, da kann ich nicht sagen, Digi, warum? Ich hätte in dem Moment gesagt, wo er da gesagt hat, ich höre auf und seinen Mund weggeschmissen hat, dachte ich auch, scheiße. Und dachte ich, egal, er kriegt seinen Hack, aber hätte ich gewusst, dass du nachher dann so redest, wie gesagt, ich überlege mir wirklich morgen, du hast dich bei mir noch nicht gemeldet, ob ich morgen wirklich zum Anwalt rangehe, warte mal, was schreibst du da jetzt? Geh ich auf den Rutschen? Geh? Bist du überhaupt der richtige Hamid Khan? Ja, ist er. Okay, dann machen wir das so, Hamid, dann ist kein Problem. Gerade angeboten, dass du mit mir normal reden kannst. Und da eins darfst du nicht vergessen, Hamid, okay? Wer hat dich in TikTok überhaupt reingebracht? Du hast bei mir immer unten geschrieben. Ich habe dich im Live gebracht. Ich habe dich zu Barello gebracht. Ich habe das alles für dich gemacht. Wäre ich ein Typ, der gerade, keine Ahnung, keinen Bock auf Leute hat und gerade mein Afghaner, ich unterstütze alle. Ich unterstütze jeden Muslime, der Hilfe braucht. Ich bin derjenige, der für Leute da ist, die sagen, ey, Hamid, kannst du mir helfen? Hier, ich habe dieses Problem. Was ich machen kann, das mache ich. Was ich natürlich nicht machen kann, das mache ich nicht. Jeden gleich behandelt. Der hat keine Afghaner.
Afghaner bevorzugt oder sonst was. Ich schwöre dir, ich habe das an dem Abend gemerkt. Der hat alle Leute gleich behandelt. Alle Kämpfer hat er gleich behandelt. Es bewerben sich auch viele Afghaner von bei mir. Und ich versuche natürlich so viele Leute reinzuholen, wie es geht. Aber irgendwann mal geht es auch nicht mehr. Und dann kommt irgendein Afghaner, Bruder, und er redet nur noch schlecht über mich, über die Veranstaltung. Ja, guck mal, dann, guck mal, jeder, der schlecht redet, versucht das doch mal besser zu machen. Vielleicht lerne ich aus euch was. Ich bin noch nicht der beste Mensch der Welt oder so. Ich bin auch mit Fehler. Ich bin nicht fehlerfrei. Habe ich auch nie gesagt, dass ich fehlerfrei bin. Aber das, was ich mache, versuche ich immer natürlich am besten zu machen. Aber ich bin ein Veranstalter. Ich habe das alles alleine gemacht. Ich habe fast alles alleine geregelt. Respekt, ja. Weißt du, ob ich den Ring besorgt habe, ob ich die Podest besorgt habe. Jeder hat versucht, mich am Ende zu verarschen. Der Podest sollte so und so viel kosten, am Ende hat das zehnfach so viel gekostet. Nicht zehnfach, dreifach so viel gekostet. Aber man muss mal so wissen, ey, der Typ macht das alleine. Das ist keine GmbH, wie du sagst, wo du 40, 50 Männer dahinter stecken und alles perfekt machen. Nein, ich bin alleine. Und ich habe das versucht, das erste Mal in Düsseldorf zu machen, dass du sagst, ja, es wird andauernd abgesagt. Wo wurde es einmal abgesagt? Es war ein einziges Mal, was abgesagt wurde, war Berlin. Danach haben wir es direkt in Düsseldorf gemacht. Und dann haben wir wieder in Berlin gestartet. Weil so wenig Karten verkauft sind. Ja, du hast doch dein Versprechen nicht gehalten. Ich habe mein Versprechen gehalten. Du hast dein Geld bekommen. Ja, der meinte ja irgendwas mit 3000 Leuten. Ich habe eine Frage, ich will keine Zahl hören. Hat Jalal mehr verkauft? Jalal MMA oder Hamid? Ich habe heute die Liste bekommen, wer wie viel verkauft hat. Wer hat mehr verkauft, Jalal oder Hamid? Ich muss dann in WhatsApp ran, dann bin ich kurz weg, deswegen. Ich guck nachher nochmal nach. Jalal hat auf jeden Fall auch ein paar verkauft, ja. Für Hamid Khan, das, was er versprochen hat und dafür, das, was er für eine Summe bekommen hat, ist natürlich sehr, sehr wenig Kartenverkauf gewesen. Aber er sagt auch, das lag daran, dass es ein Fußballfeld ist. Ja, das wusste, dass es ein Fußballfeld ist? Ich fand wieder besser. Ich fand Open Air besser. Auf den Karten stand, auch am Anfang stand schon Open Air. Überall stand Open Air. Ich war am Anfang schon schockiert, als ich gesehen habe, es ist Open Air. Aber aus Sicht der Kämpfer muss man sagen, und das habe ich erst gerafft, nachdem Masse mir das gesagt hat, war es die beste Entscheidung. Er sagt, er konnte so gut atmen, die haben so frische Luft erhalten. In Hallen ist die Luft immer so stickig und die Leute dort fühlen sich ganz anders unter Druck gesetzt. Deswegen konnten wir auch spannendere, bessere Kämpfe zu sehen kriegen. Das Problem bei der ganzen Sache war einfach nur diese MMA-Scheiße, die er zwischendurch veranstaltet hat, wo die sich auf dem Boden gewälzt haben, schweißgebadet, voll mit Wasser. Dann hat sich der Kampfboden vollgesogen mit Flüssigkeit und war dementsprechend sehr, sehr rutschig. Hätte er nur TikToker kämpfen lassen und es waren mehr als genug TikToker da, dann wäre das Ding ganz, ganz anders verlaufen und hätte einen ganz, sage ich mal, anderen Wind erhalten. Aber dadurch, dass das draußen war, war es zumindest für die Kämpfer sehr, sehr entspannt. Open Air heißt offen, Stadion oder sonst was. Genau. Aber das wusste doch am Anfang keiner, dass Fußballplatz sein. Aber jeder wusste Open Air. Jeder wusste Open Air. Das habe ich von Anfang gesagt. Natürlich, diese Wetterverhältnisse abends ist ein bisschen kühl. Und dann kann es natürlich rutschig sein. Aber was ich da nicht verstehe, wieso ist denn Abu Hamza gar nicht gerutscht? Ja, das war gerade meine Frage. Warum hat Abu Hamza nicht mal gefühlt einmal ausgerutscht? Warum rutscht er immer aus? Aber ja. Aber der hat doch selber aufgegeben. Und wieso kommt der jetzt wieder zu reden? Bruder, bitte ohne Anwalt unter uns Afghanen. Ja, Bruder, ohne Anwalt. So, kommen wir jetzt mal zur Komplettfassung der ganzen Sache zwischen Hamid Khan, Hamid Limo, Arafat kam dazu, Yasser und Barello. Der Bruder Scouts hat das hochgeladen auf seinem neuen Kanal. Der Kanal heißt Fitna Talk, hat 12 Abonnenten. Könnt ihr sehr gerne abchecken. Ich würde mal sagen, let's go. Keiner kann diesen Eiern was. Keiner auf dieser Welt kann diese Eiern was. Keiner. Weil es ist eine Gruppe jetzt geworden, die schießen gegen dich die ganze Zeit. Wollte ich nur erwähnen. Ja. Ah, Hamid, dies und das. Er soll reinkommen. Ruf ihn mal an, er soll mal hier reinkommen. Er soll mit mir reden. Hol ihn mal hier rein. Sicher? Hol Hamid Limo. Nur Hamid Limo. Barello. Nur Hamid Limo. Barello, ja, Mann, ja. Wallah nun, wallah. Und Arafat geht dazu noch? Wenn er da ist, kann er auch gerne kommen. Das macht spielt mir keine Rolle. Das ist seine Sache. Kuban, ich bin live mit Hamid Khan. Komm zu uns. Bisschen die Dunkelheit muss man machen. Salam alaikum erstmal, Jungs. Jungs, Dings da ganz kurz. Damit keiner reinkommt, annehmen, weil sonst ich bekomme Anfragen. Hamid, wen hast du vorhin Kosmodal genannt? Diese Omid, weil er sich die ganze Zeit nicht benimmt. Ich sag nochmal, wer die Eltern beleidigt, der ist selber die Schlimmste. Vor mir hat er keine Eltern, er hat das nicht gemacht. 100 Mal gesagt. Macht man 100 Mal, bevor du mit ihm live gegangen bist, 100 Mal. Hamid Limo, ich habe eine Frage, wenn ich fragen darf. Guck mal, zum Beispiel, warum gab es da kein Schild, wo steht Ausrutschgefahr? Was wird der wissen, dass man auch psychisch denken muss? Oder am besten so, Vorsicht. Wir wollen jetzt über dieses Thema reden. Mach mal Vorsicht, nur mit Schlittschuhe da reinkommen oder was? Soll ich sowas reinschreiben? Jungs, ich hab euch das gerade... Nein, aber damit das nicht vorbereitet, dass er nicht nachhält. Ich hab das doch gesagt. Wenn ich in einen Boxkampf reinkomme, ich wusste nicht, dass es so wichtig sein muss. Lass mal einzeln reden, sonst hören wir uns gegenseitig. Wenn du mir jetzt eine Frage gestellt hast, ich wusste nicht, dass es rutscht. Weil ich hab's vorher, haben die Kämpfer auch gekämpft und es hat mir keiner gesagt, hör mal zu, es ist rutschig oder so. Ich wusste es nicht. Okay, lass uns bitte erstmal dabei anfangen, weil du die ganze Zeit sagst, ich würde sagen, dass du mit Geld abgehauen bist. Ja? Erstmal, lass uns kurz darüber reden. Ich hab gesagt, Wortwitz erklärt, die haben keine Rechnung geschrieben, du hast sie noch nicht ausbezahlt. Hab ich gesagt? Danach war das Thema gegessen, hab ich gesagt, ach so, alles klar?
Das Thema war gegessen, ich habe nicht mehr darüber geredet. Ich weiß nicht, warum dieses Thema wieder aufgemacht wird. Wärst du korrekt in dein Herz? Hättest du mich angerufen, Hamid, hör mal zu, der und der beschwert sich, die haben ihre Gelder nicht bekommen. Ich hab kein Handy gehabt. Du hast doch Instagram. Weil dieser Satz kam ja nicht von mir. Ich würde niemals über jemanden schlecht reden. Nein, diesen Satz hat Arafat ja selber einen Tag vorher gesagt. Er hat gesagt, Hamid Libus mit 100.000 abgehauen, aber als er hat jetzt erklärt, dass er das ironisch gemeint hat. Er hat auch dabei gelacht. Einen Tag vorher hat er das selber gesagt, deshalb dachte ich, es ist eh schon in der Öffentlichkeit. Sonst hätte ich das natürlich auch nicht. Du machst das die ganze Woche schon. Die ganze Woche kriegst du es. Natürlich. Ich rede über die Veranstaltung. Natürlich. Ja, ich bin ja die Veranstaltung. Aber gehört sich das nicht als Moslem? Als Milan, du bist eine Person mit Respekt. Ich habe auch gesehen, du hast Hilfsorganisation. Würde ich sehr schön mögen, aber ich würde den Besten dafür belohnen. Aber wenn ich was Schlechtes bei dir sehe, dann rufe ich dich doch an. Dann versuche ich dich doch nicht schlecht zu machen in der Öffentlichkeit. Auch wenn du eine Veranstaltung machst, sag ich dir immer zu, Hamid. Diese Veranstaltung, das und das hat mir nicht gefallen. Das und das hat mir gefallen. Du bist nicht an meiner Stelle. Mit dir das stimmt Barello schon wieder. Du bist nicht an meiner Stelle, dass du im Ring ausgerutscht bist und du am Ende mit diesen, dass du dich so hart vorbereitet hast, dass du Gas gegeben hast und so weiter, dass du am Ende irgendwo reinkommst. Dass du das einmal durchmachst, was ich durchgemacht habe. Und dann will ich gucken, dass du sagst, hey Hamid, das und das. Jeder Mensch macht Fehler. Und diese Fehler, man macht die Fehler nicht öffentlich. Aber es geht doch gar nicht um einen Mensch. Es geht nicht um einen Mensch, es geht nur um die Veranstaltung. Ja, aber er ist der Veranstalter. Ich bin noch die Veranstaltung, es gibt keine GmbH. Er ist der Veranstalter und auch zuständig für die Organisation. Ich bin für alles zuständig gewesen. Weil da steht ja Hamid Limo präsent. Ist egal, weil es geht um das Event. Es geht nicht um eine Person. Ich rede nicht um eine Person. Ich rede über das Event. Ich bin das Event. Um diese Boxveranstaltung. Ich bin doch das Event. Ich bin doch das alles, was macht das Event, sagt er. Ja, du bist das, aber du bist kein. Das Event ist keine Person. Das Event ist eine Veranstaltung. Das ist hier. Das hat was mit Geschäft zu tun. Das hat nicht mit einer Person persönlich privat zu tun. Das sind zwei Unterschiede. Ja, aber er hat die Sachen geholt. Das gehört alles ihm. Also ja, ich habe das alles organisiert. Vom Boxring bis. Jetzt will ich dir eine Frage stellen. Warum? Okay, du sagst mir, rede nicht schlecht. Als ich reingekommen bin, ja, erstes Mal gibt es keine Kabine. Ist egal. Ich habe mir nach 1, 2, 3 Stunden eine Kabine gefunden, Trainingsschaft. Ich komme rein, es läuft kein Einlaufslied. Das will ich auch mal bitte erklärt haben. Hat nicht mit meinem Boxkampf an sich zu tun, aber du bist ja die Veranstaltung. Genau, mit den Kabinen ist so, unten gab es genug Kabinen. 8, 9 Kabinen gab es da auf jeden Fall. Ja, mit den Einlaufmusik weiß ich gar nicht. Ich bin, wie gesagt, hin und her gewesen, die ganze Zeit hin und her gewesen. Warum gibt es dort zum Beispiel, nicht sowas? Lass mal, wer wollte... Leute, jeder, der mir folgt, ich folge zurück. Also, als Veranstalter, warum holt man nicht 5, 6 Stück? Ja, okay. Ja, man hört dich. Umut, geh mal bitte kurz raus, dann komm mal Arafat kurz rein. Danke, Umut. Ja. Seht ihr Arafat irgendwo? Ich habe ihn schon reingeholt. Jungs, wird nicht Zeit, dass ihr euch einfach vertreten und alles gut und vergessen. Reicht nicht. Ich habe mich das erste Mal mit dem Ich habe nichts gegen irgendwelche Personen. Ich rede immer noch nur über die Veranstaltung. Warte. Willst du noch im Jahre 2085 darüber reden? Hamid Can gerade live gekommen und hat angefangen, darüber wieder zu reden. Dann habe ich dementsprechend... Warte. Du sagst gerade mal wieder. Ich bin das erste Mal live gewesen heute. Vielleicht mal wieder, weil er gerade sagt, willst du noch 3 Jahre darüber reden? Hamid, wieder. Also weiter, Hamid, ganz kurz. Hamid K. Ich mache mal Hamid K. und Hamid ein. Hamid K. Ja. Du bist doch angetreten. Hast gekämpft, hast deinen Hack bekommen, stimmt's? Hab ich nie wieder nicht behauptet. Lass mich doch mal ausreden, stimmt's? Stimmt, ja. Du warst unzufrieden mit gewissen Verhältnissen, alles schön und gut. Mit der Veranstaltung, genau. Mit der Veranstaltung und mit der Rutschding? Mit der kompletten Veranstaltung. Okay, du warst unzufrieden mit der kompletten Veranstaltung. Ja. Schuldet die Hamid El was, irgendwas? Oder hat er deinen Hack gegeben? Ein Rückkampf vielleicht. Er schuldet mir nichts. Nee, den werde ich auf jeden Fall nicht dort machen, den Rückkampf. Warte, es gibt keinen Rückgang, mach wo. Inshallah, machst du Schlampfkampf, ist dein Ding. Zurück. Alles zu, Thema zu, reicht. Okay. Solange Hamid El dir nicht schuldet, alles gut. Du musst mit deinem Gewissen leben. Alhamdulillah, Hamid El hat ein reines Gewissen, alles gut. Es wird ja nur darüber geredet, dass ich angeblich stinks, aber das habe ich ja schon vor 2 oder 3 Tagen mit Arafat selber geredet. Es wird nur schlimmer, dann kommt dies, dann kommt das. Deswegen, mach Energie zu. Aber 20 Kilo abnehmen, so viel rutscht. Warum darf ich darüber reden? Ihr, du und du, ihr drei steckt nicht in der Haut, in meiner Haut, weil ihr seid nicht ausgerutscht. Ihr seid nicht den Kampf angetreten. Ihr habt jetzt nicht damit zu leben, dass es nicht meine Schuld ist. Ich habe mich nicht umsonst so lange vorbereitet. Ich habe nicht umsonst die ganzen Kilos abgenommen und hart trainiert, dass ich am Ende in den Ring gehe und mich blamiere, weil der Boden rutscht. Also du kannst jeden erfahrenen Trainer fragen, Eine ganze Einstellung. Vor Ring musste sowas stehen, bin ich ehrlich. Und das stand nicht. Weil er ist reingetreten. Ja, Marello, du hast zum dritten Mal gesagt, selber reiß jetzt. Reicht der Sammel. Guck mal, der Fehler war, dass du überhaupt so viel abgenommen hast. Du verlierst viel Kraft. Ja, ist in Ordnung, aber für Hamza hätte es gereicht. Boah, da war stark gerade. Man kann sagen, was man will, da war stark. Nein, das war nicht stark. Ja, wisst ihr warum? Warum? Weil der Ring hat was anderes bewiesen.
Ja, der Ring hat bewiesen, dass er... Mach dir wieder das Thema, einfach wieder mit Osten spielen. Das ist Müll war. Das hat der Ring bewiesen. Dass es ein Billigring war, dass es draußen feucht gewesen ist, das hat es bewiesen, Mensch. War kein Billigring, das war ein MMA-Ring. Das war ein guter Ring. Nur das Problem, die Feuchtigkeit hat das gemacht. Guck mal. Lachsmiley, Leute. Hamid würde gewinnen. Weinen das Miley Abu Hamza. Aber ohne Auszubrüche oder nichts. Genau heute würden die einzigen eins machen. Lach Smiley Hamid. Weinen das Miley Abu Hamza. Ich will gucken, was sie sagen. Oder die Leute sollen sagen, was sie wollen. Ich habe keine Boxerfahrung und ich habe meine Schläge hier. Ich hab versucht, Knockout-Schläge zu schlagen. Deshalb bin ich mit meinem Gewicht reingegangen. Deshalb bin ich mit meinem Gewicht auch nicht jedes Mal. Na, hättest du lieber keine Knockout-Schläge gemacht, sondern Kopfschläge. Also so mit Kopfnacken oder so. Weißt du, wie Mohammed Ali gesagt hat? Ich habe keine Erfahrung, aber wie gesagt, für Abu Hamza hätte es gereicht. Ich glaube für. Respekt an ihn, er ist in den Ring gegangen, er hat gekämpft. Aber ich sag nochmal, für ihn hätte es gereicht. Aber Barello, ganz ehrlich, ist ja immer der Ausrutschen dies. Wir würden mal gerne deine Meinung hören. Was sagst du denn dazu? Ja, wirklich. Ganz gut. Wir haben dann ohne Maskara, aber ich sag's dir in deinem Wort, ohne Maskara. Ohne Maskara zu machen und komplett. Ich geh nicht mehr so und ohne Maskara. Wallah, komplett ernst. Ich rede komplett ernst. Ich finde, aber wie soll ich reden, wenn du weggehst? Hey, sei ehrlich, das warst du mir auch gesagt. Wallah, ich bin komplett ehrlich. Wallah, jetzt. Warum die Politik, weil dir irgendjemand was sagt? Wallah, das warst du mir auch gesagt. Warte, bis Arbeitskonto. Leute, alle, die drinnen sind, mein anderer Konto, Hauptaccount wurde gesperrt. Ich habe nur noch diese Account. Mach plus das mal weg. Warte. Ich muss mir Vitamine holen. Schau mal. Weil das ich nicht abnehme, das. Jalla, bitte. Okay. Also meine ehrliche Meinung jetzt, ne? Meine ganz ehrliche Meinung. Ohne Lügen. Ohne Maskara. Ohne Maskara. Guck mal. Ich. Hamid und Abu Hamza, beide sind reingegangen. Die Schilder standen wirklich nicht da. Okay, das ist ein Fehler, ne? Ohne Witz. Ohne Witz, weil eigentlich. Oder einer muss sagen, ey, das rutscht ein bisschen, aber versuch ein bisschen aufzupassen. Beide sind reingegangen, der Abu Hamza ist nach vorne marschiert. Und wir haben mit einer, der mehr Gewicht hat, lernt Boxen von alleine immer. Halt Deckung. Die ein bisschen mehr Gewicht haben und so, ne? Die müssen mal Deckung rein und nach hinten gehen, bis der andere müde wird. Aber er konnte nicht nach hinten gehen, weil er wurde ausgerutscht. Also ich denke, das würde... Wurde ausgerutscht oder er ist ausgerutscht? Er ist ausgerutscht. Und dann, das Ding ist, ich denke, unentschieden. Würden die wirklich kämpfen, es würde unentschieden so. Beide würden keine Luft irgendwie kriegen. Aber er würde niemals K.O. gehen durch seine Fäuste. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Okay, bist du fertig? Es ist unentschieden. Beide würden keine Luft am Ende kriegen. Bist du fertig? Ja. Ganz ehrlich, guck mir in die Augen, Paolo. Warte, guck mir in die Augen. Wie viel hat der damit überwiesen? Nein, oh, ich denke wirklich, es unentschieden. Okay, sagen wir mal durch Punkte. Warum aber? Da verzweifelst du an meiner Männlichkeit, oder? Mach doch Spaß, Alter. Nimmst doch mal ein bisschen Humor. Nein, aber... Du hast ihn ja sowieso schon Mike Tyson gemacht. Ein unerfahrenen hier. Doch, hast du. Soll ich meine ehrliche Meinung sein? Ja, bitte. Da sah wie Mike Tyson aus, weil du so schlecht warst. Ja, schlecht wegen euch. In dem Ring. Aber deswegen... Hätte ich vernünftige Voraussetzungen gehabt, dann wäre der Kampf nicht so ausgegangen. Warum gehst du davon aus, dass du gewinnen würdest? Weil ich trainiert habe. Ich hab deine Schuhe ausgezogen. Weil du trainiert hast. Weil ich denn diese Adrenalin war. Warum seid ihr nicht in den Ring gekommen und habt Gewicht? Hä? Ihr wart doch schon gerade verstanden. Warum hat die überfliegen gerade mit? Warum hast du nicht gewonnen? Aber wenn du sagst, du hast trainiert. Was hat der andere gemacht? Gespielt? Oder wie hat er sich vorbereitet? So egal. Ich hab Hertha trainiert. Ja. Aber ein Kämpfer denkt immer, ich hab Disziplin schlägt Talent. Tschüss. Du hast im Ring was anderes bewiesen. Ja, ich hab im Ring auch mir was bewiesen, dass hier eine scheiß Veranstaltung gemacht. Das habt ihr mir bewiesen. Wir Veranstaltung gemacht habt. Das habt ihr mir bewiesen. Hättest du abbrechen müssen, das Geld zurückgeben gehen oder nach Hause gehen? Nicht zur Show stellen. Ich will eigentlich ganz ehrlich, das Team ist mir langsam zu blöd, das ist ausgelutscht. Nein, aber trotzdem, Hamid, diese mit aufgeben, man könnte trotzdem sagen, es regt mich auf, lass irgendwo raus, aber diese mit aufgeben, das hat alles kaputt gemacht. Bei Allah, ich bin dir ehrlich. Ja, guck mal, ich hab in dem Sinne gar nicht gesagt, ich hör auf, ich hab gesagt, hör mal zu, entweder wischt ihr jetzt oder ich kämpfe nicht weiter. Und dann wurde nicht gemacht, hab ich meinen Mundschutz ausgespielt, ich hab gedacht, Alas, ich bin doch behindert. Entweder wischt ihr oder ich mach nicht weiter und keiner hat gewischt, fertig. Wenn es da keinen gibt, der den Ring wischt, dann fertig. Ich möchte Yassas Meinung mal hören. Yassa, Assalamu alaikum. Meinung über was? Ja, der Boxkampf. Aber wirklich ohne Mascara, ohne Schlittschuh, ohne Defnis, wirklich die Wahrheit. Ich habe ihn nie gesagt. Erst habe ich dir nie gesagt Schlittschuh. Zweitens, ich sage dir meine offene Meinung. Entweder du kommst damit klar oder nicht, das ist dir überlassen. Oh, aber Papa, guck mal, man muss offen und ehrlich reden, ne? Der ist mehr nach hinten gegangen und so, weil er wollte Deckung halten, dass der andere. Guck mal, versuch realistisch zu bleiben. Okay, vielleicht würde. Okay, sagen wir mal, Hamza würde gewinnen. Aber okay, durch Punkte. Aber nicht so. Aber Barello, das Problem ist, es ist doch nicht so schlimm, wenn er verliert. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn man ehrliche Bedingungen hat. Es gibt Verlieren und Verlieren. Jeder hatte doch dieselben Bedingungen. Aber ich sage dir, Hamid. Aber Hamid, ich muss dir wirklich, in einer Sache muss ich dir wirklich recht geben. Die Bedingung sollte sein, ein trockener Boden. Ob jetzt der Mann klarkommt oder nicht, spielt keine Rolle. Manche kommen in den Rutsch, klar, manche nicht. Aber die Bedingung sollte schon trockener Boden sein. In dem Fall, ich habe dir schon in vielen Punkten recht gegeben. Aber das hat nichts mit, der Recht war scheiße. Der Boden für dich
Wenn ich an deiner Stelle wäre und würde so gerutscht werden die ganze Zeit, ich kann nicht verstehen. Von deiner Seite. Nein, weißt du, was er machen musste? Ja, von Anfang an den Boxkampf stoppen, ja? Ich boxe ja, nicht weiter, bis ja, das... Hab ich das gemacht? Hab ich gemacht? Du hast das nicht gemacht, Bruder. Wallah, du hast ich das gemacht, hier. Bevor ich gestartet habe. Ja, ich hab mich ein bisschen aufgewärmt, ich hab Schattenboxen gemacht. Ich mach zwei Schläge, ich sehe, ich fall fast hin. Ich krieg Panik, ich sag, ey, der Boden rutscht. Ich hab gesagt, die haben mir alle versichert, ey, jetzt wird gewischt, dies und das. Auf einmal geht es dann auf links. Ich dachte, die haben es gemacht. Guck dir den Boxkampf an, du hast dich noch nicht mal einmal richtig gewehrt. Du hast dich nicht einmal richtig gewehrt. Ich hab mich nicht gewehrt. Er kam doch immer, bam, bam, bam. Er sagt gerade, du warst nicht dabei. Doch, Yasser stand direkt neben mir und ihr seht in meinen Aufnahmen, das sind die besten. Ich stand direkt am Zaun. Ich habe mein Handy über diese Ding gehalten. Da seht ihr es komplett, was geredet wurde, was gesagt wurde. Ja, die hätten wischen können. Da bin ich zu 1 Million% bei Hamid Khan. Ich hätte auch nicht in einem Ring steigen wollen, der rutschig ist. Nichtsdestotrotz, die Bedingungen waren gleich und er hat dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Bei ihm war es einfach, er hat keine Luft gekriegt. Dadurch, dass er so oft hingefallen ist. Ich weiß ja selbst, wenn ich gegen Massi kämpfe und mich kurz hinsetze zwischendurch, um Luft zu holen, wenn ich wieder aufstehe, meine Beine sind am Arsch. Dieses Hinsetzen alleine raubt so viel Energie. Und jetzt stellt euch vor, ihr fallt 6-7 Mal hin und müsst immer wieder aufstehen. Das raubt alles Power. Auf Deckung. Sag den Schnurrbart. Mach einmal so. Zwei oder dreimal hast du zurückgeschlagen. Ich schmeiß einmal rum. Und außerdem, ihr wisst doch gar nicht, was mein Gameplan war. Es war geplant, erste Runde Deckung halten, wenn er angreift, kontern, zweite Runde, er wird eh keine Luft haben. Und das war genau so. Wie viele Runden hast du denn gegönnt? Lass mich nicht auf eine Schlägerei ein, geh in Deckung und das war genau so, wie es mir jeder gesagt hat, weil Hamza wird eine Schlägerei machen. Und zweite Runde, aber was passiert? Ich war ja derjenige, der fünfmal aufstehen musste, weil dieser Dreck schon Boden ein Dreck war. Weil wer Dreck war? Der Boden. Ja, ehrlich, Hamid, wäre ich da, ich würde diese Boden ein bisschen wischen und so, damit ihr in Ruhe kämpfen könnt. Wallah. Hamid, ist doch okay, du hast verloren, sag, du hast verloren. Sag du lieber, dass es deine Bedingungen waren. Und ich hab trotzdem, das waren nicht eure Bedingungen. Jeder darf plus weglaufen, den Namen von dir. Ich verstehe dich einfach. Wallah, Das wirst du nicht schaffen. Hamid, jeder hat eine andere Wahrnehmung. Die musst du so lassen. Guck mal, du warst drinnen. Die das beurteilen konnten, sind die, die draußen zugeguckt haben. Die können das besser beurteilen als du, wenn du kämpfst. Okay, hast du draußen zugeguckt? Ich stand vor dir. Was ist deine Analyse? Du kannst nicht boxen. Wallah, glaub mir, du kannst nicht boxen. Wallah, ich kann nicht boxen. Aber du kannst nicht boxen, weil du seit drei Minuten nicht mehr boxen. Ey, ja, ist Spaß beiseite. Jetzt ernsthaft, er ist wirklich gerutscht. Boah, Mann, der Boden war nicht... Ja, wenn ich bin gerutscht. Ich weiß doch, dass er gerutscht ist. Ist doch gesagt, nichts. Ich hab den Kampf auch gesehen. Du bist des Öfteren gerutscht. Und einmal bist du so gerutscht, und er wollte weiter steigen, dass du ihn getreten hast. Ich meine das ernst. Das war ganz am Anfang, da bin ich ausgerutscht und er wollte draufkommen und dann habe ich ganz normal wie bei MMA getreten. Aber sag ich ja, genau. Aber irgendwann, wo ich gesehen habe, dass du auch treten willst und so, ne? Ich habe gesagt, er hätte ich lieber MMA gemacht, weil es wäre nicht so, dass du gar nicht MMA machen kannst. Hamid, sag doch einfach, ich bin Coach, ich habe von mir verloren, gib mir einen Rückkampf, wo trockenen Boden ist und beweise dich. Das ist das Beste, hättest du das gemacht? Das Beste, was du machen konntest. Sag ich schon die ganze Zeit. Bruder, bitte, Hamid. Ich sage die ganze Zeit Respekt an Abu Hamza, er hat gewonnen. Aber es war ein rutschiger Boden. Ich will einen Rückkampf. Schaut meine Videos an. Hallo. Dann mach doch das Thema langsam zu. Ich hab's ja zugemacht, aber Hamid Limuk hat heute wieder live von Adam gefahren. Ja, guck mal, ganz ehrlich, Hamid ist Veranstalter und wie du redest, ist schon eine Beleidigung. Wirklich, ganz ehrlich. Hier, wenn ich ein scheiß Produkt habe, dann ist das Produkt scheiße. Und dann muss ich mir die Meinung anhören von den anderen. Ich rede nie über irgendwelche Personen. Es geht hier, es ist eine Firma. Egal, ob die Firma heißt Hamid Limuk EK oder nicht. Er ist der Veranstalter und seine Veranstaltung war Müll. Es ist wie es ist. Die Veranstaltung war nicht Müll. Das war eine Firma scheiße. Die Veranstaltung hat richtig Spaß gemacht. Ja. Da muss ich dem Yasser und Arafat zu 100% zustimmen. Entgegen dem, was ich erwartet hatte, hat es wirklich übertrieben Spaß gemacht. Ob es nun an dem Klientel lag, was dort war, ob es an der Gesamtsituation war. Man konnte dort essen, trinken. Es war eine ausgelassene Stimmung. Es gab 2-3 Rangeleien im Ring, aber außerhalb hast du gar nichts mitgekriegt. Und da konnten sogar Leute wie ein Ahmad Patron und Barella frei rumlaufen. So, es war, wie soll ich es erklären? Nicht wie bei den anderen Veranstaltungen, so eine erdrückende Stimmung, sondern wir waren frei. Es war ja auch in der freien Wildbahn, es war in der freien Natur und das, was am Anfang für ein Zustand gesorgt hat, war nachher ein Wow, was eine geile Idee. Erstens super für die Kämpfer, zweitens für uns. Wir waren die ganze Zeit so, keine Ahnung, du konntest überall hin, du konntest auch mal kurz abseits gehen, du konntest hierhin, dahin. Die Leute sind sich alle über den Weg gelaufen. Unterm Strich, für mich persönlich, war das eine gelungene Veranstaltung.
Ich habe mich kaputt gemacht. Das Marketing war scheiße und die Location war auch scheiße. Ich habe mich echt amüsiert da, wallah. Das ist sehr schön, dass du dich auch amüsiert. Wallah, billah, das war richtig, richtig, wallah, amüsant. Ich habe die ganze Zeit nur gelacht, Bruder. Ja, aber als... Ja, wegen den Kämpfen. Wegen den Kämpfen. Ich rede aber über die Location und die Location war nicht amüsant. Warum? Was war denn denn? Ja, warte, warte. Nächstes Mal machen wir rote Teppich, nur aus Gold, das ist dir gefällt. Ja, wenn ihr wollt, dass die Leute auf euch gucken, wenn ihr was ranziehen wollt. Es geht nicht immer nur alles mit billig, 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 sondern man muss auch Qualität. Billig. Weißt du was? Wenn du willst, dass die Leute auf dich gucken sollten, solltest du boxen lernen. Ich habe Armin, gesagt, hättest du gewonnen, ja? Ich hab nie gesagt, dass hättest ich... Hättest du gewonnen? Ein Boxer wäre das alles nicht rausgekommen aus deinem Mund. Was? Was? Hättest du den Kampf gewonnen? Er geht auf Monde. Kein Wort. Hätte ich den Kampf gewonnen und Abu Hamza wäre ausgerutscht. Wallahi, ich hätte gesagt, das war ein unfairer Kampf. Weil ich bin so ein Mensch. Ich bin nicht wie andere Leute. Ich bin immer gerade und die, die mich kennengelernt haben, die wissen das. Wäre das so gewesen, ich hätte trotzdem gesagt, es wäre ein unfairer Kampf. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim, immer. Immer, ja. Immer. Hamid, bei dir... Ich schwöre, weil ich weiß, was für eine Art Mensch. Ja, bei dir ist dasselbe Problem. Du kannst einen Blinden die Farbe rot nicht erkennen. Du hast recht, Hamid, und schau mal in Ruhe. Leute, folgt alle durch. Macht alle plus weg, ich lese alle Namen vor. Francesco, Clara, danke für plus weglaufen. Mete, danke für plus weglaufen. Musa, danke für plus weglaufen. Weiter. Inshallah, werde ich bald eine Veranstaltung machen und dann kann man sich da eine Scheibe abschneiden. Inshallah, das ist doch dein Ziel. Hast du Werbung genug gemacht? Alles gut. Mach besser. Ich hab doch auch Werbung genug gemacht. Natürlich mache ich Werbung, so mein Leben. Oh mein Gott, das geht. Ja, Anjad, du hast zu viel Werbung durch ihn gemacht. Durch Hamid? Ja. Hast du gerade gesagt, ich mache Werbung durch dich? Ja, alle. Alle machen durch ihn Werbung. Ist das gerade dein Ernst? Eine Hand wäscht die andere. Ich glaube, du bist ein bisschen so hochmütig geworden, wirklich. Nein, ich bin nicht hochmütig geworden, Allah. Ich bin nicht hochmütig, das hat nichts mit dem Wahnsinn. Nein, weil er verloren hat, kommt er damit nicht klar. Das ist deine Meinung. Viele haben sehr viel mehr von dir erwartet, weil es kam. Natürlich, natürlich, und die erklärt es kam aber nichts. Es ist egal, ob wir es erwartet haben oder nicht. Ich sag's nochmal, aber mal, wenn du boxst, einer haut dir den Lucky Punch, sagst du, ich bin nur durch Lucky Punch K.O. gegangen. Du findest immer. Nein, sag ich, ich bin K.O. gegangen. Soll ich dir was sagen, Hamid? Ich sag dir das ehrlich. Wärst du K.O. gegangen, besser als Aufgabe. Ja? Du hast aufgegeben, bei Allah, du hast aufgegeben. Ich habe gesagt, entweder wichtig. Bei Allah, ich stand genau einen halben Meter neben dem Hamid. Entweder der Ring wird gewinnt oder ich kämpfe nicht weiter. Das hast du nie gesagt, wallahi. Wallahi, ich hab das gesagt. Okay, wie du meinst. Man konnte das nicht hören bei uns. Oder warst du da richtig? Das weiß ich nicht. Vielleicht hat er es gedacht. Nein, ich hab's gesagt. Und ich hab's auch am Anfang gesagt. Guck mal, er kam sogar rein, hat deine Schuhe gewischt. Du hast zu Ecki gesagt, nein, ich will nicht mehr. Er hat meine Schuhe gewischt, verstehst du nicht? Er hat meine Schuhe gewischt. Dann hat er gesagt, kämpf jetzt und sagt, ich will nicht mehr. Man gibt doch nicht Ende zweite Runde auf. Ende zweite Runde. Dann, okay, macht man nicht, ne? Nächstes Mal gehst du selber, ich mach dir Seife unter die Schuhe und dann bitteschön, viel Spaß. Er geht auf Seife, war einfach. Er geht über Seife. Nein, Öl, Olivenöl. Hamid ist doch okay, Mann. Vergiss mal dieses Thema, Mann. Vergiss mal. Sag doch einfach so, ich habe verloren. Ich würde cool finden, wenn Abu Hamza mir einen Rückkampf geben würde. Und alles gut. Abu Hamza hat gewonnen. Der Kampf war unfair. Und ich nehme meinen Rückkampf. Aber nicht bei Hamid Limo. Kauf ein Ticket bei Hamid Khan. Er will den Leuten zeigen, dass er die CFC Nights, Leute, seid gespannt, wenn ihr eine Veranstaltung mit Qualität wollt. Bestellt euch die vor. Ist nur ganz wenig Karten. Ich mache richtiges Marketing, Leute. Nicht auf diese Art und Weise. Aber es ist auch kein interessanter Kampf mehr. Wie lacht er aus jetzt? Wie hast du auch gedacht? Hä? Weißt du, ich kann dir was empfehlen. Mach einen Rucki. Was? Einen Rucki für dich. Also wie denkst du, er ist besessen? Irgendwas hat er, ja. Warum darf man nicht mehr lachen? Lachen ist dumm. Vielleicht haben wir Auge auf dich gemacht, weil du so gut boxen kannst. Lachen ist dumm. Lächeln ist dünner, nicht lachen. Lachen ist gesund. Lach. Wer zuletzt lacht. Aber ich habe eine andere Frage an dich, Hamid. Ja, die Frage hat keiner gestellt. Was hättest du gemacht, wenn es genieselt hätte? Ob mehr? Hätte ich nicht gekämpft. Ehrlich, ja? Natürlich nicht. Ich bin ja kein Idiot. Gut ausgeredet. Okay, andere Frage. Ahmed, sagen wir mal, der andere hätte deine Schuhe so, der wäre ausgerutscht, du hättest so gewonnen wie der. Würdest du ihm sagen, ja, das war unfair? Sei ehrlich. Wallah, hätte ich gewonnen. Ja, aber sag nicht. Lass mich bitte aussprechen. Danke für den Sieg. Wallah, sag nicht, wallah. Der Kampf war unfair. Wallah. Guck mal, Barello. Das ist sein erster Kampf, ist normal. Er hatte zittrige Beine und dann kommt das Wasser und dann fällt man schon ab. Gerade hast du gesagt, das hat ausgerutscht, jetzt sagst du, ich habe zittrige Beine. Aber wie du nicht redest, will ich auch reden, weil du machst ja auch nur immer ein bisschen Spaß. Lass mich doch. Aber guck mal, du bist ein paar Mal ausgerutscht, aber ein paar Mal hat er dich einfach eine Pause gegeben. Er hat dich so genommen wie Thor, weißt du, und hat dich so weggezogen. Okay. Ich wusste nicht, dass du in einen Actionfilm reingekommen bist. Ich habe einen Actionfilm gesehen. Okay, aber was ist jetzt mit Ahmed und Sinan G? Gibt es da noch Streit? Oder er wollte mit Sinan kämpfen. Er will das in seiner Art und Weise. Das Einzige, was er kann, ist Polizei rufen. Dieser pädophile Gedankentyp. Bei wem hat er denn die Polizei gerufen? Ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber bei wem hat er die Polizei gerufen? Bei mehreren Leuten privat. Also nicht nur privat, auch hier bei öffentlichen Leuten. Nenn mir einen. Bösemann. Er hat für Bösemann die Bullen gerufen? Ja. Nein, hat er nicht. Wer hat dir denn das erzählt?
Hat er gezeigt in sein Live. Sinan hat die Bullen gerufen, böse Mann. Anzeige gemacht, nicht Bullen gerufen. Wegen? Es ist nur Anzeige gemacht. Ich weiß nicht. Vorhin hast du gesagt, er ruft die Bullen. Er hat die das sind zwei Paar Schuhe. Wenn jemand behauptet, du wärst pädophil und du selbst sagst, nein, ich bin es nicht und derjenige zeigt Fake-Dokumente, die offensichtlich gefaked waren, was einige der Dokumente tatsächlich so waren, dann ist klar, dass du da eine Anzeige raushaust, weil das sind, sage ich mal, verleumderische Aussagen dir gegenüber, die deinem Ruf schaden und deiner Präsenz im Internet. Natürlich gehst du da rechtlich gegen. Boah, das ist aber nicht dasselbe, wie wenn man die Polizei ruft. Bullen ruft, jetzt hat er Anzeige. Ich hab gesagt, ja, ich sag ja, er ist mit der Polizei. Ich sag ja nur, ich sag ja, er ist mit der Polizei. Ja, Anzeige ist doch dasselbe, ob ich zur Polizei laufe oder an die anrufe. Hast du recht, aber was hat er denn angezeigt? Weiß ich nicht, irgendetwas. Du haust ein Gerücht und die Leute können dir vielleicht glauben, okay? Ja, sag doch. Dann frag böse Mann, wenn du mir nicht glaubst. Du bist Hamid Bild. Take you. Ich will auch gerne über mich berichten, glaub mir. Leute, lach 2D, Hamid würde gewinnen, weil den 2D Finanzi. Was hast du gerade gesagt, Hamid? Ich hab gesagt, die Bild würde bestimmt auch gerne über mich berichten. Ich bin auf jeden Fall nicht von der Bild. Über dich? Der schlägt schon Boxer oder was? Oh, er wackelt mit der Brust. Ich habe erst mal wieder gefühlt, mein Brust seit langer Zeit, ja, deswegen bin ich gerade wieder am Trainieren. Wird alle Plus weglaufen, ich stehe seit am Boxen. Wie bitte? Gehst du Bodybuilding oder Boxen? Mischung, eine Mischung gerade. Guck mal, danke, ich bin weggelaufen. Das ist eine Allahumma Barak, eine Kampfmaschine. Danke, ich bin Mach aber nicht, dass du irgendwann mal sagst. Ich bin eine Kampfmaschine, aber Kampfmaschine. Ich habe Angst vor niemandem. Ich habe nur Respekt. Wer hat dir denn gesagt, du sollst Angst vor irgendjemandem haben? Was für einen Minderwertigkeitskomplex hast du wieder? Warum? Wer hat dir gesagt, du sollst Angst vor jemandem haben? Niemand, ich sag nur, ich habe keine Angst, deswegen Du musst es doch nicht betonen, dass du Angst vor niemandem hast. Keiner hat dich gefragt, ob du Angst hast. Ich habe keine Angst vor niemandem. Aber weißt du, was ich Angst habe? Nicht, dass. Es gab einer, der hat mal gesagt, wenn man in den Irak schmeißt, erlebt nicht, dass man dich in Afghanistan schmeißt und du erledigst auch alles. Ich hab gekämpft, glaub mir, ich hab das gleiche Blut. Wenn sein muss, muss es sein. Lebt er noch, Rahmatullah Ali, für lebendig und tot? Alhamdulillah, er lebt schon. Rahmatullah. Also meinst du Manuelsen? Das hast du gesagt. Ja, ja, meint Manuelsen. Warum vergleichst du mich jetzt mit Manuelsen? Bin ich K.O. gegangen oder was willst du mir damit sagen? Was willst du damit sagen, Varello? Ja, Manuelsen hat doch gesagt, schick mich in dein Kriegsgebiet. Ich bin Tötungsmaschine und so, keine Ahnung. In den Wald. Und ich glaube, Arafat meint Manuelsen auch nicht. Bei Papa Ari hat keine Angst, also... Klar meint er ihn. Und das finde ich gut bei Papa Ari, Wallah, dass er von niemand Angst hat, außer vor Allah. Wallah, das finde ich wirklich gut. Ich wünschte manchmal, dass ich wirklich mich so trauen würde wie Papa Ari. Aber wenn ich Hamid so angucke... Varello! Guck mal, wie er da ist, mashallah. Und so machst du? Gut abgenommen. Der einfach mächtig. Varello! Am Ende... Ja. Varello! Varello, ich helfe dir auch. Wir machen zusammen, komm hier nach Frankfurt. Boah. Er braucht noch... Natürlich mach ich dir umsonst. Ja. Du kriegst du manche Sachen, Hassanat. Du dabei, dich gesund zu ernähren, gesund Herr, inshallah, Herr. Kennst du den Spruch, Hamid? Angriff ist die beste Verteidigung. Kannst du mir damit sagen? Kennst du den Spruch? Kenn ich, ja. Und jetzt überlegt. Also du solltest nicht Deckung halten, sondern... Ja, das ist ein Kampfsport gewesen. Ich hatte einen Gameplan, ich sag's nochmal. Du solltest nicht reden, du sollst zeigen. Ich hatte einen Gameplan. Du hast recht, aber manche Gameplan... Aber nicht jeder Plan geht auf. So sieht's aus. Dieser Gameplan wäre aufgegangen, aber die Bedingungen von der Veranstaltung... Okay, gibt's jetzt einen Rückkampf? Ja gut, die Veranstaltung ist scheiße, du bist der Beste, alles gut. Wann ist der Rückkampf? Schade, 22. Dezember. Ach, kämpfst du jetzt auch in Tschechei? Also hast du doch dein Ziel erreicht. Mashallah, gratuliere. Ja, da hätte ich auch so kämpfen können. Warum ist, was ist die Veranstaltung? So eine Maskara, das wir annehmen? Ach du Bebosch, danke für Rosen. Ja, ich bin ja keine Maskara, deswegen. Josh, danke schön. Top 10 TikToker. Was ist denn? Wallah, wallah. Takam, letzte Chance ist da. Wallah. Aber weißt du was? Ich finde dich wirklich lustig, Hamid. Wallah. Ja. Ich dich auch. Weil, nein, Hamid, ich sage dir ehrlich, du bist so. Ich glaube, du bist von dir selber enttäuscht. Von mir selber, Alhamdulillah, ich habe solche Blicke im Pocket. Hör erstmal zu. Ich fühle mich jetzt gesund. Hamid, hör zu und vielleicht verstehst du, was ich meine. Du hast viel mehr erwartet, du bist selber von dir enttäuscht. Du hast jetzt so eine Wut drin, dass du, guck mal, ich sag dir was. Trainier und 22. September, zeig, was du da hast. Hat er nicht trainiert, meinst du? Barello, bitte kurz leise. Wie kannst du mit einem Top 10 TikToker so reden? Was ist die Aussage von einem Top 3 TikToker? Laut Barello Auskunft. Ich habe eine Frage an dich. Nenn mir mal die Top 10 TikToker für dich. Barello, Arafat. Yasser. Ich würde sagen, Nino Gashi. Auch ja, Nino kann man nehmen, obwohl wir nie auf ihn reagieren. Würde ich sagen, ja. Okay. Yasser auf jeden Fall. Wie viele Plätze habe ich jetzt? 3? Die Fingelgesicht. Ich würde dich nicht nennen. Warum? Ja, da habe ich verdient, dass ich deinen Namen sage. Ist doch egal, du musst jetzt die 10 nennen, ist doch Quatsch. Er meint Rito, Taffi. Ah, okay. Platz 5. Boah, schwer, ja. Yasser. Platz 5 bin ich. Was ist mit Hamza? Okay. Was ist mit Umut? Hallo, ist deine Meinung? Sei doch mal kurz leise. 6. Hamza, Umut, Hamid. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt noch ranken soll, aber auf jeden Fall ist noch unter der 5 noch Hamza drin, Yasser. Yasser ist noch im Aufbau.
Hallo? Deine Meinung ist gut. Wallah, hey, Wallah, ich bin noch bei. Ich gebe seine Meinung. Und, hier. Ah, Mois, ich hab Mois vergessen. Aber Mois ist doch kein TikToker. Ist der TikToker geworden mittlerweile? Sorry. Ich würde sagen, Omar, weil ich war oft mit ihm unterwegs. Der hat auch eine große Reichweite. Hör mal zu, wir wollen nicht nach Sympathie. Und was ist mit Harun? Das ist nach Reichweite. Sag doch, nach Reichweite. Nicht nach Reichweite. Deine Englisch. Meinung. Top TikToker, ja. Omar, aber ja. Hier, was zum Sehen? Richtig. Arrogante. Die 10, Alter, richtig. Ich weiß nicht, 10, keine Ahnung. Nein, die musst du jetzt sagen. Nenn irgendeinen Namen. Boah. Schreib mal einen Namen rein, Leute, damit vielleicht dann. Ah, Rambo, Rambo auf jeden Fall auch. Rambo zählt auf jeden Fall auch dazu. Rambo, ja. Aber der ist gerade. Junge, du hast Harun vergessen, Barella vergessen. Hallo. Ja, Harun zählt nur nicht. Er ist kein Top 10 und Barella auch nicht. Doch. Ja, meine Top 10, die besten, warte. Deine Top 10, Barello. Boah, Papa Ari, ich. Dann ist noch Hamza, Harun, Barella, Hamid. Dann. Welcher Hamid? Hamid Khan. Okay. Mit Limon nicht. dann gibt es noch. Ja, dann gibt es noch Momo-Jungs. Den Momo ist auch noch Nebel. Da. Was für Nebel. Dann gibt es noch. Der macht doch keins mehr. Imo stimmt, Kürt, Ibo habe ich vergessen. Und Yasser. Und ey, was ist aber mit Engel? Engel gehört auch. Das, ja. Ich weiß nicht. Das ist nur, er ist abgelaufen, das ist wie abgelaufene Milch. Stimmt das? Der ist im Knast? Rambo ist im Knast, glaube ich. Ja. Und Engel auch. Mensch. Ja, das war meine Top 10. Beste Name oder nicht? Inshallah, er ist im Knast. Inshallah. Möge Allah ihn, wenn er im Knast ist, möge Allah ihn Erleichterung geben. Wem? Rambo oder Engel, ist scheißegal. Weil Knast wünsche ich niemandem. Warum ist er ein paar Mal im Knast, weil es für ihn hier. Also, wenn du so siehst, gebe ich dir sogar recht, dass er wieder runterkommt. Ja. Ja, ja. Wenn du so meinst, hast du recht. Aber ich. Ich sage aber jetzt meine Top 10 TikToker, ja? Ja. Barello. Boah. Ja, Sir. Reihenfolge ist mir egal, ich nenne die Top 10. Ja. Okay. Engel. Immer noch? Nino, 100%. Rambo. Ibo. Momo. Wer? Ja, zu den Top 10. Wer? Ich hab den Namen nicht gehört. Momo News. Ah, Momo News, okay. Ibo. Nein. Echt? Kürt Ibo nicht? Arrogante Pate, gehört nicht zu dir? Arrogante Pate. Meine Meinung ist deine. Wallah, du gehörst gar nicht zu den Top 10. Ja, ja, bitte. Ist nicht böse gemeint, Wallah. Für mich ist ja, Arrogante kein Top 10. Ich mache wegen dieser Veranstaltung, ich will auf alles. Ja, Trauma von der Veranstaltung. Welche Trauma? Warte mal, egal. Hamza. Jamal. Wer ist Jamal? Wir reden von. Wie heißt der farbige Bruder? Der immer so eine. Dabo. Der gehört auch dazu, finde ich. Wer? Amine. Wer sind die? 10. Ah. Hamid. Jamal ist dieser Lange, der auch Araber oder so ist, der aber nie in unseren Videos hier vorkommt. Es gibt ja noch eine andere TikTok-Welt außerhalb dieser, die wir uns immer reinziehen. Ich kenne ja nur diese Nische. Dann gibt es ja noch diese Nino Gashi und Eren Azadi, der sich Beinverlängerung gemacht hat. Da gibt es noch diesen Jamal, glaube ich, und dieser Riton. Und es gibt ja noch eine eigene andere Bubble, so die nichts mit dieser Fitna-Bubble hier zu tun haben. Da, wenn man alles sieht, richtig, aber ich gehe hier nur von dieser Bubble aus und da gehört Hamid auf jeden Fall in die Top 10, genauso wie Hamza. Ich habe mich nicht mal dazu gezählt. Da fehlt noch jemand. Wer? Shirin. Auf keinen Fall. Oh, sind ja zufrieden? Ja, Andy und du. An was ist mit Frauen? Mit Frauen kennst du mich nicht so aus, um ehrlich zu sein. Er kennt sich mit Männern aus. Raus. Ja, nicht raus, aber... Ozan gehört auch zu den Top 10 eigentlich. Also der ist auch, muss man... Aber er will nicht, wenn man über ihn redet, also machen wir es. Ja, Leute, Mois auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ach, ich was? Nächste Runde, der mit wenigsten. Ja, aber super, aber ganz ehrlich, jetzt als TikToker, der wird alle auseinandernehmen. Ja. Mois. Das, von deinem Blickwinkel vielleicht. Von mir aus, bei mir ist für mich ein TikToker, also der jemand unterhält und nicht jemand kauft. Sehr, sehr schön und stark gesagt. Mois passt einfach nicht da rein. Er hat eine starke YouTube-Zeit gehabt, aber so wie er ständig nur Gewinnspiele macht, Katastrophen ausnutzt, der mäßig für Katastrophen Rang 1 holt und mir gefällt das einfach nicht. Es ist zu ekelhaft, zu hinterhältig in meinen Augen. Auch wenn das gut gemeint sein kann, ich feiere das einfach null. Das ist ein Unterschied. Boah. Versteht ihr, was ich meine, Barello? Der war stark, Wallah, der war stark. Ich meine das jetzt nicht ernst. Ich greife nicht Mois an. Das ist vielleicht ein... Das ist jetzt richtig ernst. Ich greife nicht Mäus an. Das ist vielleicht sein. Er macht das so auf der Straße. Das ist für mich ein YouTuber, das macht. Aber für mich ist keiner TikToker, der. Ich gebe eine Rolex, gebe dies, gebe das oder ich gebe. Das ist für mich kein TikToker. Kann ich morgen auch machen. Also, das ist Quatsch. Ich kann auch sagen, Leute, ich gebe euch Gürtel jetzt. Macht den Kampf. Nein, nein, Spaß beiseite, Barello. Das ist für mich kein Entertainer. Barello, wie kannst du überhaupt diese Stellung machen? Wallah, ich verstehe dich nicht. Er hat keine Ehre. Aber verstehst du, Barello? Sei mal ehrlich, bist du meiner Meinung oder nicht? Ja, doch, doch. Und das ist was anderes. Ich finde sein Content schön. Ist doch, ich sag doch nicht, dass er ein schlechtes Content hat, aber das ist so, zum Beispiel du zu Hamid. Zu sie. Du bist auch, bald wirst du auch zu unter den 10 TikTokern, wenn du weiter mit dieser Veranstaltung machst. Weil dann hast du so einen witzigen Content. Hamid, bist du, Hamid, machst du jetzt Switch? Ich mach jetzt Twitch. Wirklich jetzt? Ja. Dann bist du Twitcher oder was?
Ich mach alles. Also beides? TikTok, Twitch und hier YouTube. Und Insta. Warte ganz kurz, Hamid. Spaß beiseite. Hast du mal überlegt, eine Biografie über dich zu schreiben? Also. Ich würde bald inshallah einen Netflix-Film machen, ja? Netflix? Ja. Aber das ist wirklich krass bei ihm, wie du das alles erreicht hast. Von klein bis groß. Meinst du, kann ich so eine Nebenrolle bei dir spielen? Hey! Wenigsten Punkte macht 20 Liegestütze. In kleinen Abschnitten geht es bestimmt, ja. Oder? Machen wir. Ich habe heute Brust trainiert, aber egal, ich trainiere mal. Hast du selber nie eine Anfrage bekommen für sowas? Ich? Ja. Das wäre ja interessant, ehrlich gesagt. Bevor die vier Blogs überhaupt jemand angefragt haben, denkst du diese vier Blogs? Egal, alles gut. Ja, ja, das ja, aber ich meine jetzt für deine Geschichte. Ich habe kein Interesse. Okay. Boah. Aber wenn du eine Netflix-Serie bekommst, ich mach kostenlos mit dir mit. Alex, wer hat dich gemacht? Komm. Wie nennt man sowas als ja. Komparse? Jetzt kriegt Hamid erst recht eine Netflix-Serie, weil die denken sich, holen wir uns den Hamid ran, dann ist der Arafat kostenlos mit am Start. Und diese Serie würde auf jeden Fall abgehen. Jan, Jan, gerne. Was ist das? Ein Komparse ist so, letzte Leute, die beim Film Leute suchen, die einfach so dastehen. Also Komparse. Einfach nur dastehen. Ehrenamtlich. Komparse heißt wirklich so. Statist, ja, Komparse. Ja, 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 ja. Okay. Aber, wenn du diese Netflix-Serie machst. Jeder eine Rose, Leute. Jeder eine Rose. Gibt's da auch eine Eisbahn mit Schlittschuhen und so? Barello kannst du auch nehmen. Was denn? Barello, 20 Liegestütze, zeig dein Bart. Vorbei. Bitte, Leute, like die Rose. Hätte ich Schnurrbart. Jeder eine Rose, Leute, kommt. Jeder eine Rose, Leute. Ich muss Liegestütze machen, wenn du verlierst, Habibi. Zu spät. Leute, gib Gas. Gib Gas. Wie ich Meskes Content fand, fand ich, die Anfangszeiten waren ziemlich witzig. Das war nicht so unter der Gürtellinie. Keiner hatte so, wie fand ich, vier Blogs. Musst du dir vorstellen, die haben jeden Charakter in eine Person gepackt. Das hat vorne und hinten nicht gepasst. Ja, Allah. Anonym. Gib Gas, lass dich verlieren auf jeden Fall. Aber Papa Ari, ich glaube, ich fange auch mit Twitch an, ja? Bei Twitch Barsaga 01. Ich will dich als Gast haben, als ersten Gast. Und will ein paar Fragen stellen. Wann haben wir denn? Anfangen? Bald. Dezember. Alles zusammen, Leute, kommt. Super. Ich komme. Wallah? Jetzt Wallah, ich komme im Dezember. Geil, Wallah geil. Hast du mein Wort drauf? Boah, also wird Gänsehaut. Alle schreiben, sind am Jibbel live. Ich weiß nicht, will er wirklich, ist er live? Ich gucke jetzt. Hallo, wir brauchen auch diese Fitner hier nicht machen. Wir haben Spaß gemacht, alles gut, ist seine Meinung. Ich möchte auch nicht, dass er kommt und hier Streitigkeiten passieren. Macht man nicht. Ja, diesen Typ darf man noch nicht schleifen. Sie können die Thematiken außerhalb klären, alles gut. Stimmt oder nicht, Hamid? Aber ich bitte dich auch drum, rede auch schlecht über ihn, andersrum nicht. Wenn ihr euch seht, macht, was ihr wollt. Ich rede nur darüber, was er gemacht hat. Nein, guck mal, das Thema ist ausgelutscht, reicht doch. Er ist ausgelutscht, aber ich will das. Soll jeder wissen. Ja. Christian, ich küsse dein Herz. Soll jeder wissen. Nee, pass doch eure Kinder auf, Leute. Vertraut auch nicht den Kindergärtner. Dann musst du aber von jeder Schule auch warnen, von jeder Kindergarten, was sie. Wusstest du, was sie jetzt in ihren Kindergarten machen wollen? So ein, die Kinder sollen sich. Ich will es gar nicht sagen, Alter. Das ist nun mal unsere heutige Zeit, unsere heutige Gesellschaft wird immer absurder. Ich weiß ganz genau, was weiß ich, habe selber gelesen. Warte, ich gucke, ob er live ist. Also ich lasse meine Kinder nicht in den Kindergarten. Aber ich muss eins sagen, Umut ist unter den Top 20 auch. Gerne, wenn ich nach 10 weitermache, dann kommt Kurt Ibo, Umut kommt, Harun kommt. Leute, zusammen, ich greife, macht eigentlich. Dann kommen schon ein paar zusammen. Ja, Freunde, ich denke mal, das war mehr als genug TikTok-Cringe für einen Tag. Auf jeden Fall, ich fand diese Unterhaltung zwischen denen sehr, sehr interessant. Die haben endlich das Ding zugemacht. Man kann sich jetzt auf andere Sachen konzentrieren. Am Ende des Tages fing das Ganze alles sehr, sehr negativ an, hat sich aber quasi zu einem neutralen, positiven Ergebnis entwickelt. So viel meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unter die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt wie im nächsten Mal daran. Auch in euch steckt ein kleiner Mustang.